Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Alexander Gauland bei Markus Lanz die Nerven behalten hat und wie Markus Lanz versucht zu täuschen und zu tricksen und gleichzeitig als redlicher Journalist darzustellen. Und er sich tatsächlich immer was Neues einfallen lässt. Es ist ja immer, man kommt sich vor wie in so einem Wettlauf. Im Folgenden erst einmal ein paar Ausschnitte, danach noch ein paar Worte dazu. Herr Gauland, schon ganz kurz, Sie haben doch gerade gesagt, ich stimme Ihnen da völlig zu, wir sollten ein bisschen ehrlicher miteinander sein. Können wir ja beide heute Abend auch machen. Wenn wir ehrlich sind, können wir das doch gar nicht. Wir können doch nicht wirklich immer bei jedem, der ankommt, sauber unterscheiden und sagen, du kommst aus wirtschaftlichen Gründen und du kommst, weil du vom Krieg geflohen bist. Wir müssen das unterscheiden, denn es ist unser Asylrecht. Es steht im Grundgesetz und es ist unser... Theoretisch ist das so, ich weiß, aber wie wollen wir das machen? Indem geprüft wird, was ja im Grunde genommen die Behörden auch machen müssen, ob es einen Asylgrund gibt. Und das ist politische und rassische Verfolgung. Ich bin kein Freund von dauernden Versuchen, Leute aus der Partei auszuschließen. Ich habe immer zu Uwe Junge ein sehr gespanntes Verhältnis gehabt. Er wirft mir eine Menge vor, dass ich also Herrn Höcke gefördert habe und Herrn Kalbitz und so weiter. Ich könnte mir das also jetzt leicht machen. Sie sind Herrn Junge zu rechts, ne? Ja, genau. Haben Sie ja völlig recht. Ich meine, es fing schon ganz am Anfang an. Schon Herr Lucke hat irgendwie ganz am Anfang zur Gründungszeit der AfD, ja, da rollen Sie jetzt mit den Augen, hat er versucht, Was Geld ranzuholen. Was hat denn der Herr Lucke nun wieder angestellt? Der hat auch versucht, Geld zur Partei zu holen. Na, das ist doch logisch. Entschuldigung, es ist doch klar, ist ja, dass eine neue und eine junge Partei von Spendern Geld braucht. Genau. Es muss und aber warum? Korrekt sein und es muss nach den deutschen Gesetzen gehen. Richtig, und das war es nicht. Und Sie waren sogar informiert. Sie haben nämlich damals auch eine E-Mail bekommen. Ich war überhaupt nicht informiert. Ich habe mich um Geld bei Lucke nicht gekümmert. Ich war da auch weder Schatzmeister noch war ich in irgendeiner Weise mit Geld befasst. Sie haben die AfD ja nicht gegründet. Das wird von Ihnen behauptet. Das ist auch der Grund, warum. Naja, ich lasse es. Ja, genau, warum ich nicht mehr zu Hintergrundtreffen darf. Ich genau, weiß. Aber, das ist völlig richtig. Mhm. Und wir reden davon, dass Ihre Partei am Rockzipfel von einigen Schweizer Oligarchen hängt und in ihrer Partei die Schweizer Franken zum Ohr herauskommt. Ja, die machen darüber reden wir. Schenken können, Frau Weidel hängt an keinem Rockzipfel. Das kann ich mir nicht schenken, denn wir reden hier darum, dass in einer Demokratie jede... Was ist das Auffällige einer Sendung? Normalerweise kommt immer das Argument, die AfD-Vertreter, sie kommen in Talksendungen nicht zu Wort, es ist immer 5 gegen 1. Hier kam aber Gauland zu Wort. Wo ist aber nun der Trick? Zunächst sehen wir die Themenlenkung. Die Themenlenkung ist nur nachteilhaft für die AfD. Zunächst kommt das Thema auf Migranten, Asyl. Und hier wird Gauland von mehreren Seiten in die Mangel genommen. Es wird suggeriert, ja, ihr seid eigentlich ein Nazi-Verein und jetzt probierst du dich irgendwie rauszureden. Aber Gauland behielt die Nerven und er hatte eine klare Argumentation und konnte nicht in Bedrängnis gebracht werden. Konnte das eigentlich alles schlüssig darlegen, die Position. Es ging dann Ewigkeiten über die Spenden. Und da haben sie auch versucht, von allen Seiten die gleichen Fragen tausendmal zu wiederholen und Gauland irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Wichtig ist auch hier wieder die Dauer, wie lange über das Thema geredet wird. Und wichtig ist hier der Effekt, dass wenn lange darüber geredet wird und Gaulands Gesicht wird gezeigt und AfD, Spenden, Problem, dass die ganze Zeit wiederholt wird, je länger das geht, desto mehr wird eine Verbindung geschaffen im Gedächtnis der Zuschauer. Egal wie gut Gauland sich verteidigt, es ist immer wieder der gleiche Trick, egal wie gut er sich verteidigt, wie schlüssig er darlegt, wenn das lang genug gespielt wird, dann bleibt immer der Zweifel, ja, ist nicht doch was dran. Das ist ein Problem. Spenden, AfD, Bestechlichkeit, das ist ein Problem. Jetzt hat Markus Lanz noch einen Trick gebracht. Es sollte ja jetzt nicht der Eindruck entstehen, ja, nur die Spenden, es soll jetzt nur Gauland unter Druck gesetzt werden und die AfD. Sondern ich bin ganz fair, ich bin ganz ausgewogen. Die SPD, da geht es jetzt auch lange. Da geht es jetzt auch sehr lange um die Spenden. Wo ist aber der Unterschied? Also Markus Lanz will jetzt hier sagen, ja, seht her, die AfD, das Thema ging lange bei der AfD, aber bei der SPD nachher ging es auch sehr lange. Das ist also ganz fair, ganz ausgewogen. Ja, die AfD, wenn sie sich beschwert,
Sie müssen sich den kritischen Fragen stellen. Ich bin ja ein ganz fairer Journalist. Aber ganz auffällig ist einmal dieses Hintergrundbild. Olaf Scholz unscharf mit Maske. Er ist nämlich genau hier gerade nicht live vor Ort, sondern es plätschert eigentlich eher so dahin. Es ging also die letzte Viertelstunde oder noch länger, ging es also über diesen SPD-Spendenskandal. Aber die ganze Zeit, das war eigentlich nur so, man hat das Gefühl gehabt, das ist alibihaft, dass eben auch lange darüber geredet wird. Und entscheidend ist hier, Scholz ist nicht so richtig zu sehen und er wird auch öfters so positiv dargestellt von diesem Linken. Ja, Scholz ist ja doch eigentlich ein netter Typ, der macht das nicht zur persönlichen Bereicherung. Da gibt es Konflikte, über die man wahrscheinlich so öffentlich nicht spricht. Wichtig ist nur, finde ich, immer festzuhalten, da hat sich niemand persönlich bereichert. Das ist wichtig, finde ich, das nochmal klarzuziehen. Es gab Parteispenden der Warburg Bank an die SPD, die gab es. Aber nicht an Herrn Scholz und auch nicht an Herrn Scholz. Aber nicht an Herrn Scholz. Ja. Also der Unterschied war, bei der AfD, da wurde ein dämonisches Anliegen unterstellt. Ja, die Weidel. Und da stimmt was nicht. Und das ist ganz finster. Und die sind scheinheilig und sie heucheln, sie werfen den anderen das vor und sie selber sind kein Deut besser, sie sind Heuchler. Und bei Scholz ging es halt, ja, das ist ja irgendwie merkwürdig, aber ist ja eigentlich ein netter Typ. Und vor allen Dingen dadurch, dass jetzt Scholz nicht zu sehen war, sein Name zwar genannt wurde, wurde nicht so stark die Verbindung geschaffen, weil sein Gesicht nicht zu sehen war. Natürlich ist es zu einem bestimmten Grad auch negativ für Scholz, aber die Grünen, die SPD, sie kommen bei Lanz auch bei positiven Themen zu Wort. Hier bei Gauland war es einseitig negativ. Er musste sich nur, es wird der Eindruck erweckt, er bei der AfD, es gibt nur Probleme. Asyl, Spenden, alles ein einziges Problem. Und da wird dann sein Gesicht gezeigt, da darf er zu Wort kommen. So machen sie es auch immer, also auch bei früheren Anlässen. Immer wenn es ein Problemthema gab, wurde vielleicht mal ein AfDler eingeladen, weil man dann wusste, man schafft die negative Verbindung. Man spielt die ganze Zeit das negative Thema, dann schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Also erstmal hat man den lästigen AfD-Vertreter eingeladen, das müssen wir ja machen, damit wir den Anschein erwecken, unseren Programmauftrag zu erfüllen. Und dann schaffen wir auch eine negative Verbindung mit dem Thema, also perfekt sozusagen. Hat man das perfekt abgearbeitet. Diese Strategie ist aber bei Gauland nicht aufgegangen. Weil Gauland, sein Erscheinungsbild, er wirkt einfach glaubwürdig. Er wirkt seriös. Er wirkt einfach nicht wie jemand, der korrupt ist. Oder der unordentlich ist. Wo es nicht stimmt. Sondern die Art und Weise, wie er organisiert war, wie er sich erkundigt hat, haben die Leute gesehen, die AfDler, die sind gut organisiert. Und die sind seriös. Also jedenfalls Gauland vermittelt diesen Eindruck. Das konnte Lanz hier zum Glück, jedenfalls aus meiner Sicht, konnte er das nicht verhindern. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass die AfD einen Schaden davon getragen hat. Was auch noch ein Unterschied ist. Dieser Linke durfte sich hier als Richter aufspielen. Wann ist es so gewesen, jemals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass ein AfD-Vertreter bei Lanz eingeladen wird, um sich über eine Spendenaffäre von einer anderen Partei zu äußern? Das ist natürlich nie geschehen. Und genau das ist der Unterschied. Dieser Linke, der darf sich jetzt hier schön darstellen, darf hier schön lästern, darf hier schön den Richter spielen, darf hier kritisch sein, moderat kritisch gegenüber der SPD und hat eigentlich hier eine Werbesendung für sich. Wie sympathisch bin ich doch. Und dann ist natürlich, das färbt natürlich auch auf die Linke ab. Bei der AfD ist es natürlich nicht so. Und SPD und Grüne, wie gesagt, sie werden eingeladen, wenn sie sich auch positiv äußern können. Was hätte Gauland jetzt machen können? Das Problem ist, wenn er jetzt das ankrallt und sagt Lanz, ja, sie spielen ja immer nur das gleiche Thema, sie wollen mich schlecht machen, dann macht Lanz sofort den Vorwurf, ja, sie stellen sich nicht den kritischen Fragen. Sie sind hysterisch. Sie halten die freie Presse nicht aus. Ja, sie wollen hier den Totalitarismus. Sie wollen keine freie Presse. Sie wollen keine kritischen Fragen. Was kann Gauland hier machen? Gauland kann sagen, was passiert. Also er benennt einfach den Effekt. Er sagt, er lässt das nebenbei einfließen. Aber er sagt gleichzeitig, ich bin mir natürlich ganz sicher, das ist nicht ihre Absicht. Aber dass das jetzt so lange gespielt wird, das hat die und die Auswirkung. Und dass ich nur zu Problemthemen befragt werde, dass überhaupt AfD-Vertreter nur zu Problemthemen befragt werden,
jetzt da ganz lang mein Gesicht gezeigt wird und sonst nicht, das wirkt sich negativ für die Partei aus. Das war bestimmt nicht ihre Absicht, aber das ist einfach so. Und das möchte ich einmal feststellen, dass das in den Öffentlich-Rechtlichen immer so passiert, dass eigentlich die AfD-Leute immer nur zu Problemthemen befragt werden, wohingegen die anderen Parteien sich auch positiv äußern dürfen und die Fragen nicht so problematisch sind wie jetzt bei mir. Wie man ja auch sieht hier bei dem Kollegen, der neben mir sitzt, er darf jetzt hier den Richter spielen. Er sagt dann noch ein bisschen moderater, sagt er, er darf jetzt hier darstellen, die Probleme, die Spendenaffäre, darf mich hier befragen, wann darf ein AfD-Vertreter mal eine andere Partei befragen. Das sagt er ganz freundlich und der Zuschauer weiß aber natürlich ganz genau, das ist kein Zufall, Lanz weiß ganz genau, was er macht. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen es ganz genau. Was Gauland außerdem noch hätte machen können, er hätte den Spiegel noch sehr viel mehr angreifen können. Einfach durch Benennung. Indem er noch einmal benennt mit dem Prozess Ammann gegen Storch. Das einfach in Erinnerung rufen. Wenn es wiederholt wird, ist es wichtig. Sonst vergessen es die Leute. Die AfD muss das Ziel haben, die Leute von den Medien wegzubringen. Von den Altmedien. Und da muss er sozusagen immer die Schwächen in den Mittelpunkt rücken. Und das ist hier der verlorene Prozess Ammann. Dass der Spiegel eben der Lügel ist. Und dann am besten noch Beispiele raussuchen in Vorbereitung der Sendung, um die Spiegelfrau, die sich auch oft hetzerisch äußert, unglaubwürdig zu machen. Sie unglaubwürdig darzustellen. Was auch vollkommen legitim ist, weil sie ja unglaubwürdig ist. Das muss er herausstellen, um die Leute wegzubringen vom Spiegel. Um sie negativ framen. Genau das, was sie mit der AfD probieren. Diese Leute führen Krieg gegen die AfD, das sagen sie auch ganz offen. Und genauso muss die AfD gnadenlos diese Leute den Spiegel vorhalten und darf sie nicht schonen. Das tut den Leuten weh und das spürt natürlich, das spürt Gauland beim Sprechen. Aber genau das ist zu tun. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Sie haben uns den Krieg erklärt und dann muss der Krieg auch geführt werden. Wenn die anderen Krieg gegen uns führen, sie uns bekämpfen, uns feindlich behandeln und wir das nicht tun, dann verlieren wir. Das ist einfach so. Man muss hart sein. Das wollen wir nicht. Wir denken, wir haben denen doch nichts getan. Wir wollen denen doch nichts tun. Dann schließen wir auf die, die wollen uns auch nichts tun. Aber so ist es eben nicht. Man muss eben logisch feststellen, die wollen uns was tun. Und da muss man entsprechend reagieren. Und entsprechend muss man hart sein. Darf man nicht milde sein. Jemand, der einen feindlich behandelt, zu dem darf man nicht milde sein. Leider. Ich würde es mir auch anders wünschen. Aber Naivität, wir verlieren nur. Und uns geht das an die Existenz. Sie bekämpfen uns, so stark es nur geht. Und so ist das eben. Man kann aber zum Glück sagen, dass Gauland sich hier nicht hat in Bedrängnis bringen lassen. Dass er vorbereitet war, sehr gut, und er einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr die Sendung gesehen habt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.